Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Wir haben Donnerstag, aktuell noch 20 Grad, wir haben aber auch erst 10 nach 8. Heute soll es ja wirklich 36 Grad werden. Ich habe einfach 0,0 Lust darauf. Aber ich werde heute mal meinem Körper so einen Chiller-Tag gönnen. Habe ich einfach mal entschieden. Ich habe nämlich gestern Abend noch einen Vlog geschnitten. Ich war gestern noch richtig fleißig gewesen. Deswegen habe ich den Vlog für heute theoretisch schon fertig. Ich werde trotzdem arbeiten. Ich werde nicht den ganzen Tag chillen und nichts tun. Ich werde trotzdem arbeiten. Weil wir ja am Samstag auf das Paw Patrol Konzert gehen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Konzert, Musicals, ist irgendwie so eine Mischung irgendwie, habe ich das Gefühl. Weil es ist ja nicht irgendwie so ein Sänger, der da steht und nur singt, sondern das sind ja wirklich Figuren und sowas auf der Bühne. Genau. Joa. Und am Sonntag sind wir ja bei der Family. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ein bisschen vorarbeiten. Also das ist aber schon mal gut, dass wenn ich heute einen Vlog noch schneide oder vielleicht sogar zwei, dann habe ich schon mal gut vorgearbeitet. Genau. Ja, das ist eigentlich der Plan. Und wenn ich richtig motiviert bin, und ich hoffe, das bin ich, müsste ich eigentlich jetzt direkt machen, wenn ich gefrühstückt habe, würde ich nämlich gerne meine Haare färben. Die haben es nämlich echt dringend nötig. Gerade heute Morgen auch geschaut, ob ich noch alles da habe. Ich habe tatsächlich noch alles da. Genau, Farbe und so weiter ist noch alles genug da. Und ja, ich fahre jetzt gerade kurz zum Rewe, weil da ein paar Sachen im Angebot sind, unter anderem meine Lieblingspizzas. Meine Lieblingspizzen sind im Angebot, da möchte ich welche holen, und von meinem Mann die Margarine Letta ist leer gegangen und er isst kein Brot, wenn kein Letta da ist. So war es gestern. Deswegen gehe ich das jetzt holen, weil es ist auch diese Woche im Rewe im Angebot. Also da sind gerade mehrere Sachen auf jeden Fall im Angebot, die wir sehr gerne essen. Deswegen gehe ich das jetzt mal schnell holen. Dann geht es direkt wieder nach Hause und dann werde ich erstmal frühstücken. Während dem Frühstücken direkt anfangen, einen Vlog zu schneiden. Das funktioniert immer am besten. Und dann ja, wäre es am besten, wenn ich nach dem Schneiden direkt mir die Haare färbe. Währenddessen das einwirkt, vielleicht schon mal das nächste Video oder das Video von morgens dann zu Ende schneiden. Je nachdem, wie weit ich halt eben komme. Genau, das wäre so das Ideale. Und wenn ich dann das getan habe und dann so ein bisschen chille, dann weiß ich wenigstens, boah, ich habe schon alles erledigt. Das ist nämlich so ein geniales Gefühl, wenn man sagt, boah, ich chill jetzt einfach mal ein bisschen, weiß aber, dass alles erledigt ist. Weil ich kann überhaupt nicht chillen und abschalten, wenn ich weiß, oh, du hast noch deinen Vlog zu schneiden, du hast noch dies, das, Ananas zu tun. Da kriege ich innerlich, ich kann dann nicht so richtig abschalten. Ach, ich sollte auch noch tanken gehen. Ja, das mache ich auch noch. Ja, ihr Lieben, deswegen, ich melde mich wieder, wenn ich daheim bin und zeige euch die paar Sachen, die ich im Rewe jetzt dann kaufen werde oder dann gekauft habe. So, ich bin gerade mal, ich habe auch echt nichts, ich bin echt bekloppt. Habe jetzt gerade mal ein paar Kommentare, bin ich durchgegangen von den letzten YouTube-Videos. Anstatt dass ich das gechillt zu Hause mache, mache ich das im Auto. So bin ich, gell? Ich gehe ständig an mein Handy und gucke, gibt es irgendwie neue Kommentare, gibt es irgendwelche E-Mails, Nachrichten zu beantworten, pipapo, und dass keiner zu lange wartet. Und oh Mann, ich habe jetzt gerade einen Kommentar gelesen. Ich habe nämlich gestern den Vlog online gestellt, wo ich meine Wimpern machen gehen wollte. Es ja aber nicht geklappt hat und dann meine Nägel machen gegangen bin und kurz zu C&A rein und dann wieder nach Hause gegangen bin. Und es war ja die Zeit, wo der Lias noch so Fieber hatte. Genau, an dem Tag war es ja so gewesen, dass ich nur in die Stadt gefahren bin, weil ich, das war der letzte Tag, wo ich hätte meine Wimper machen können. Sprich, da habe ich 50 Euro gezahlt. Hätte ich das am nächsten Tag gemacht oder eine Woche später, dann hätte ich 120 Euro zahlen müssen. So, das war der eine Grund, weswegen ich überhaupt losgefahren bin. Ich wäre niemals losgefahren, nur zum Nägel machen, zum Klamotten kaufen oder irgendwas. Das war der Grund gewesen, weswegen ich losgefahren bin. Das hatte ich ja in dem Blog auch erzählt. Und dass das dann nicht geklappt hat und ich nicht direkt wieder nach Hause gefahren bin, ja, ich denke mir halt so, voll die Benzinverschwendung, weil es sind halt schon einige Kilometer. Ich fahre da ja in die Frankfurter Innenstadt gute 40 Minuten. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann gehe ich halt wenigstens schnell mal die Nägel machen und die Sachen kaufen, die wir gerade dringend brauchen.
So. ja, und wenn ich krieg dann so Kommentare, ich würde niemals den halben Tag in die Stadt fahren, wenn mein Kind krank wäre, selbst wenn mein Mann zu Hause ist. Das sind so Aussagen, wo man mich ja als Mutter schlecht darstellen möchte. Die Hexe geht einkaufen, ihr Kind liegt krank zu Hause. Wenn ich so bescheuerte Aussagen bekomme, dann kann ich nur eine bescheuerte Aussage zurückgeben. Und die lautet, hast einen falschen Mann geheiratet. Ganz einfach. Das ist von mir eine zickige Aussage zurück. Ich habe einen tollen Mann zu Hause, der sich genauso um die Kinder kümmert wie ich auch. Und ich kann, ohne mit der Wimper zu zucken, egal wohin fahren, ob ich in Urlaub fahre, das wurde mir ja damals, als ich mit meiner Schwester in der Türkei war oder irgendwie Trips mache, wurde mir das ja auch immer wieder vorgeworfen. Ich weiß, dass die Kinder zu 100% versorgt sind, genauso wie wenn ich zu Hause wäre. Es gibt nichts, wo ich sage, ach, das macht mein Mann nicht so gut oder da habe ich ein schlechtes Gefühl oder sowas. Gibt es bei uns einfach nicht. Ich habe meinen Mann von Anfang an im Krankenhaus, hat es schon angefangen, mit einbezogen, mit Windelwechseln, mit abends aufstehen. Bei uns gab es es nicht, ich stille die ganze Nacht oder gebe die ganze Nacht Fläschchen und stehe auf und sowas. Nein, 50-50. Mein Mann hat sich genauso für Kinder entschieden wie ich und wir sind absolut 50-50. Wenn ich den ganzen Tag auf die Kinder aufgepasst habe, dann passt mein Mann auf, wenn er Feierabend hat und ich mache dann meine Arbeit. Oder, völlig egal. Also es gibt nicht dieses, ich gehe nicht irgendwo hin, weil mein Mann muss allein auf die Kinder aufpassen, das traue ich ihm nicht zu. Gibt es es nicht. Und wenn ich dann solche Aussagen bekomme, ich wäre niemals weggefahren, wenn mein Kind krank ist, dann kann ich mir nur darunter vorstellen, dann hast du die falsche Beziehung an deiner Seite. Sorry, ist einfach so. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn jetzt jemand eine andere Meinung hat, überhaupt gar kein Problem. Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, Kind krank, dies, das, Ananas. Natürlich bin ich am liebsten zu Hause, wenn mein Kind krank ist. Aber wenn irgendein Termin ansteht, völlig egal, was es ist, und es sei jetzt dahingestellt, ob es ein wichtiger oder ein unwichtiger Termin ist, das ist nämlich auch wieder absolute Ansichtssache. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann weiß ich aber, nee, ich muss nicht meine ganzen Termine absagen. Ich kann das und das mal schnell machen, weil ich weiß, mein Mann ist zu Hause. Ganz einfach. Und ich weiß, jetzt wird es hundertprozentig jemand geben, der sagt, boah, Mann, da reagierst du gerade zickig und keine Ahnung was. Aber mich kotzt es an, wirklich, mich kotzt es richtig, richtig an, diese Vorstellung der Gesellschaft, dass eine Mutter 24/7 für ein Kind da zu sein hat, in allererster Linie. Und danach kommt irgendwann mal dann der Vater. Eine Mutter ist dafür da, dass Essen auf dem Tisch steht. Eine Mutter ist dafür da, dass die Wäsche gemacht ist. Eine Mutter ist dafür da, dass die Kinder gut gekleidet sind, in den Kindergarten kommen, ihre Hausaufgaben machen, bla 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 bla. Das ist der größte Bullshit und mich regt es so sehr auf, wenn es bei uns läuft's einfach, ja, dass alles gleichberechtigt abläuft. Mein Mann macht genau die gleiche Arbeit wie ich und umgekehrt und überhaupt. Und wenn ich das dann berichte und mir dann so blöde Nachrichten geschrieben werden, ich hätte nicht und bla und keine Ahnung was und wie kannst du in den Urlaub fahren und deine Kinder zu Hause lassen mit deinem Mann alleine und keine Ahnung was. Das ist ja für mich einfach nur die logische Schlussfolgerung. Entweder du bist total absolut zurückgeblieben, irgendwo im letzten Jahrhundert, oder du hast einfach den falschen Mann an deiner Seite, weil du einfach dieses Vertrauen nicht hast, dass dein Mann alles toll macht. Oder vielleicht macht er auch nicht alles toll. Keine Ahnung. Aber bei anderen, wo es läuft und wo es gut läuft und eine Gleichberechtigung herrscht, diejenigen muss man doch nicht schlecht reden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und sowas regt mich übelst auf. Deswegen, ich möchte mich hier nicht irgendwie rechtfertigen oder irgendwas, sondern ich möchte einfach mal die Leute wachrütteln, dass es nicht immer heißt, die Mutter muss. Nein, der Vater muss auch. Es gibt nämlich zwei Menschen, die ein Kind gezeugt haben und beide sind dafür verantwortlich. Und dieses veralterte Denken, die Mutter muss zu Hause sein und sich um die Kinder kümmern und bla 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 bla. Und sobald die Mutter irgendwas macht und das Kind mit dem Vater zu Hause ist, egal ob es krank ist oder ob die Mutter alleine verreist oder sonstiges, dann heißt es immer gleich Rabenmutter und keine Ahnung was. Nein, die Leute, die so denken, sind einfach nur zurückgeblieben. Irgendwo im letzten, noch nicht mal Jahrhundert, sogar Jahrtausend.
So, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Wenn ihr jetzt irgendeine andere Meinung habt, überhaupt gar kein Problem, aber das ist meine Meinung und da komme ich auch nicht von ab, weil das geht nicht in meinen Schädel rein. Immer dieses, die Mutter muss da sein, die Mutter muss alles machen und der Mann kann überhaupt gar nichts und sobald die Mutter weg ist, dann ist die Mutter die schlechte Mutter. Und dieser Kommentar war einfach so gemeint. Du bist eine schlechte Mutter, du lässt dein krankes Kind zu Hause bei deinem Mann. Wenn ich jetzt gevloggt hätte und gesagt hätte, ja, mein Mann ist irgendwelche Termine erledigen gegangen oder sich mit seinen Jungs treffen, niemand. Und da leg ich meine Hand für ins Feuer. Niemand hätte geschrieben, oh mein Gott, der Lias ist krank und dein Mann geht einfach irgendwo sich mit seinen Jungs treffen. Niemand hätte das geschrieben. Niemand. Und warum ist es so? Warum ist es so? Warum werde ich dafür an den Pranger gestellt, dass ich Termine erledigt habe? Und man bedenke, die Jungs waren 11 Tage zu Hause und ich war ein Tag für, ich glaube, 4,5 Stunden weg. Ein Tag. Ja, und mein Mann hat ja jeden Tag gearbeitet, gemacht, getan. Ich war ja wirklich 24/7 zu Hause mit den Jungs. Alles in Ordnung, alles super, alles fein. Aber warum wird man als Mama an den Pranger gestellt, wenn man irgendwie mal einen Tag sich rausgenommen hat, irgendwas zu machen? Und es ist wirklich scheißegal, ob das was Wichtiges oder was Unwichtiges ist. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich gehe irgendwie, was weiß ich, mir die Haare färben oder keine Ahnung, völlig scheißegal eigentlich. Und wenn dann der Vater das macht, dann weiß man, ach, die Mutter ist ja zu Hause, ja, so alles in Ordnung. Da sagt niemand, oh, der Vater geht weg, obwohl das Kind zu Hause krank ist oder sowas. Vor allen Dingen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt gesehen hätte, boah, dem Lias geht's gerade richtig dreckig, dann wäre ich vielleicht sogar auch noch zu Hause geblieben. Aber ich weiß, dass es zu dem Zeitpunkt dem Lias gut ging, dass er kurz vorm Einschlafen war. Der Samu ist da gerade zu dem Zeitpunkt kurz davor eingeschlafen. Ich wusste, beide Jungs werden jetzt erstmal ihre 2 Stunden schlafen, der Lias, Samu sogar 3 Stunden. Mein Mann hat dann Feierabend und ist dann voll und ganz für Lias da. Die chillen zusammen auf der Couch. Liegen beieinander, kuscheln. Genauso wie wenn ich auch zu Hause wäre. Völlig. Also, sorry, dass ich gerade so lange über das Thema rede, aber das ist etwas, was mich wirklich so aufregt. Und es ist leider immer noch so in der Gesellschaft, dass so viele so ein veraltetes Denken haben und das ist nicht mein Problem. Und deswegen muss man mir nicht vorwerfen, dass ich eine schlechte Mutter bin. Das regt mich extrem auf. Absolut. So, die paar Sachen sind mitgekommen. Insgesamt 7 Pizzen. Ich weiß, ich habe sie nicht mehr alle, aber die kosten ja normalerweise fast 3 Euro. Und jetzt sind die für 1,88 im Angebot. Ich habe hier 2-mal die Nudelpizza mitgenommen und dann die hier mit den Salami- bzw. Pepperoni-Wurst. So. 2 Brötchen für die Jungs. Dann haben mich die Dinger hier angesprochen. Die waren gerade für 39 Cent im Angebot. So Almigurt-Joghurt zum Trinken. Fand ich ganz cool. Eine Gurke. Samu ist momentan obsessed. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Tagen 2 Gurken gegessen. Also das geht gerade weg wie sonst was. Dann Lachs-Sahne. Heute gibt es nämlich einmal Lachs, aber angebraten in der Pfanne und mit einem großen gemischten Salat. Dafür habe ich das jetzt einmal mitgenommen. Dann eine Kirschgrütze, hat mich irgendwie angelacht. Und das werde ich jetzt gleich frühstücken von Gutfried Hähnchen Mortadella. Yummy. Lecker, lecker. Ich habe jetzt mittlerweile gefrühstückt. Mein Vlog für heute ist ja fertig. Ich fange auch gleich den nächsten an. Aber es hat gerade an der Tür geklingelt und meine Schuhe von Chloe wurden geliefert. Ich habe es noch nicht aufgemacht, nur aufgeschnitten und wir unboxen jetzt gemeinsam mal. Richtige Größe und die richtige Farbe. Ich habe die Schuhe tatsächlich noch nie irgendwo mal probiert, angehabt. Noch nicht mal live gesehen. Ich kenne sie wirklich ausschließlich aus dem Internet, von Fotos und so weiter. Deswegen bin ich gleich sehr gespannt. Ich habe aber noch nie bei Chloe bestellt, deswegen mal gucken. So. Was ist hier? Okay, hier ist so ein Retoure-Aufkleber und einfach nur eine Nachricht. Das machen die aber immer. Also das kenne ich von den anderen Brands, wo ich bestellt habe, in der Vergangenheit auch. So schön. Okay. Ich bin echt gespannt, wie die mir real tatsächlich gefallen. Also hier sind wieder diese Staubbeutelchen mit dabei.
Ich finde das immer so lustig, da sind immer zwei mit dabei, klar für beide Schuhe, aber man könnte theoretisch auch beide Schuhe in einem Beutelchen reinmachen, aber für den Urlaub ist es immer ganz gut, dass die nicht irgendwie total zerkratzen oder so. Ja, hier ist noch irgendwie ein Kärtchen mit bei. Okay, so. Oh, ich hoffe, dass sie mir in Real auch so sehr gefallen. Die sind so schön. Ich bin, oh mein Gott. Okay, ich dachte gerade, oh, warum sind die so hart? Aber hier ist noch was drin. Das ist, ich finde die nämlich gerade deswegen so genial, weil das ja hier wirklich so Stoff ist und das sich schön dem Fuß halt eben anpasst. Also hier steht einmal Chloe drauf und dann fängt es hier wieder an. Das ist aber bei allen Schuhen, die ich bis jetzt online gesehen habe, gleich. Ich dachte nämlich noch so, am Ende sieht es bei irgendeinem mal blöd aus. Ich finde das schön, dass es nicht rund und nicht spitz ist, sondern so leicht eckig, aber nicht so kantig eckig, sondern so ein bisschen abgerundet. Ich finde, das ist wirklich so mit einer der perfekten, also eine richtig schöne Spitze. Ein klitzekleiner Absatz. Und hier ist auch nochmal so ein, eine kleine Erhebung, aber total weich. Ist auch gut, gerade bei mir. Ich habe ja so ein bisschen in der Vergangenheit mit Fersensporn Probleme gehabt. Ich konnte ja wirklich so 2-3 Jahre gar keine flachen, offenen Schuhe tragen. Wirklich nur Sneakers mit Einlagen drin. Also sobald ich mal die Einlagen vergessen hatte, konnte ich gar nichts mehr anziehen. Und das war gewesen, weil ich meine Füße kaputt gemacht habe mit Billigschuhen. Also ich habe damals ganz viel aus so diesen China-Lädchen, Primark und sowas getragen. Ganz, ganz viel. Und habe mir dadurch die Füße kaputt gemacht gehabt. Ja. Und seit ich darauf achte, dass ich wirklich nur hochwertige Schuhe anziehe, habe ich das überhaupt nicht mehr das Problem. Ich kann wirklich den ganzen Tag in solchen Schuhen rumlaufen, ohne irgendwie Schmerzen zu bekommen. Aber das ist auch einfach von der Qualität her eine ganz andere Hausnummer. Ich könnte gerade mit dieser Sohle kuscheln. Jetzt mal ernsthaft, Leute, das ist so krass. Das ist so weich. Heftig. Ein richtig schöner Schnitt hier. Boah, auch die Verarbeitung. Also das ist wirklich, das ist einfach eine andere Hausnummer. Weil ich denke mir natürlich auch immer so, oh, warum ist das so teuer? Aber wenn man die Sachen, also wenn man diese High-End-Brands dann in den Händen hält, das ist einfach eine andere Hausnummer. Da kann man es wirklich dann nachvollziehen, warum etwas so teuer ist. Ich meine, man kann es vielleicht so in etwa vergleichen mit einem, keine Ahnung, Shirt von Primark oder sowas. Und dann, wenn man ein Shirt nebendran hält von, keine Ahnung was, von einer Marke, die ein bisschen teurer ist. Ja, so, keine Ahnung, Nike zum Beispiel. Das sieht man halt eben schon. Boah, ist das heftig, wie weich. Krass. Also die sehen sehr, 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 sehr schön aus. Ich bin verliebt. Boah. Das Gute ist, also die sind teuer, für alle, die es interessiert. Die kosten 370 Euro. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Auch noch andere Modelle in so Flip-Flop-Modell und welche mit einem Plateauabsatz und keine Ahnung was. Es gibt viele verschiedene Modelle davon und Farben. Aber im Vergleich zu jetzt die Schuhe, die ich jetzt schon da habe, so von Dior und Louis und sowas, sind die halt wirklich viel günstiger. Also nochmal ein paar hundert Euro günstiger. Deswegen, boah, die könnte ich mir, die gibt es nämlich, also in einem Rosa sehen die übertrieben schön aus. Aber dieses, es gibt die noch in so einem schönen dunklen Schokobraun, so wie hier ungefähr. Boah, da war ich auch kurz davor, die zu bestellen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich gehe erstmal in dieses klassische Nude, beziehungsweise Weiß wird die Farbe, glaube ich, genannt, oder? Ja, White, 101 White. Ich muss die anprobieren und gucken, ob die passen, weil ich weiß natürlich auch nicht, wie die von der Größe ausfallen. So schauen sie aus. Oh, ich bin obsessed. Die sind wirklich übertrieben hübsch und die sind so gemütlich. Also, das ist so ein tolles Material hier. Heftig. Die sind wunderschön, ich liebe sie. Oh mein Gott. Oh, die sind heftig schön, muss ich jetzt einfach mal sagen. Und richtig gemütlich, dadurch, dass es hier oben halt eben dieser Stoff halt ist, wenn man dann so läuft und das hier alles ja einzeln ist und nicht in einem, gibt es halt so nach beim Laufen. Oh je, ich habe mich schockverliebt. Das, oh, davon werden garantiert irgendwann mal noch welche bei mir einziehen.
Die sind übertrieben schön. Ich krieg die Krise. Ach, ich muss sie meiner Schwester zeigen gehen. An so ganz heißen Tagen ins Auto zu steigen, ist eigentlich reiner Selbstmord. Wirklich. Das Ding ist, der Samu ist meistens nach dem Kindergarten relativ platt. Und ich habe gerade keine Lust, ihn dann zu tragen und durch die Hitze zu laufen. Deswegen, ich fahre jetzt einfach schnell mit dem Auto, was soll's. Ich habe meine Haare noch nicht gefärbt, das war ja eigentlich heute mein Plan. Mein Vlog ist fertig und ich habe einen weiteren auch angefangen. Aber ich hatte ja eigentlich noch mein, also auf dem Plan gehabt, meine Haare zu färben. Das Problem ist nur, ich habe die letzte Stunde damit verschwendet, wirklich verschwendet, nach den Tickets zu suchen für Samstag. Wir sind ja Samstag auf diesem Paw Patrol Konzert, wie auch immer man es nennt, Event. Und ich habe die letzten Tage das ständig von mir hergeschoben, die Karten endlich mal rauszusuchen, weil ich als gedacht habe, okay, ich habe meine zwei, ich habe so meine zwei, drei Schubladen oder Orte, wo auch meine ganzen anderen Unterlagen immer sind. Und immer wenn irgendwas ist, wo ich sage, hey, das lege ich da hin, wenn ich dann mal wieder meine Ordnung mache, dann gucke ich in diesen, also ich glaube, man kennt das, oder? Jeder hat so seine Schublade, wo er sein Zeugs reinschmeißt. Diese Schublade muss dann irgendwann mal aufgeräumt werden. So, naja, auf jeden Fall dachte ich die ganze Zeit, oh ja, ich habe ja meine spezielle, oh, ich muss die Tür offen lassen. Ich dachte die ganze Zeit so, ah ja, ich habe ja meine Schublade und Co. Da wird das alles schon drin sein und habe die ganze Zeit gar nicht geschaut. Und jetzt hatte ich mir dann endlich mal die Zeit genommen und da geschaut, wo mein Ordner ist, wo auch meine ganzen Unterlagen sind und habe es dort nicht gefunden. Dann habe ich in meinem Zimmer geschaut, da habe ich auch so meine zwei, drei Schubladen, wo ich immer mal Sachen reinfeuere mit dem Hintergedanken, ah ja, wenn du dann mal wieder dir Zeit nimmst, um alles abzuheften, schön zu sortieren, dann gehst du auch mal an die Schublade ran. Auch da war es nicht gewesen und dann war ich schon so ein bisschen ratlos, weil es gibt eigentlich nur diese zwei Orte, wo ich Sachen hinstelle. Und ich war voll, habe gerade voll meine Krise gekriegt. Und es war ja alles, oder habe ich alles bestellt über Eventim. Und bin dann bei denen auf die Homepage und da kriegt man eigentlich nicht wirklich geholfen. Also es ist wirklich schlimm. Man kann dann bei einem Kundenservice anrufen, da zahlt man aus dem Festnetz 20 Cent die Minute und vom Handy aus, der hat heute noch ein Festnetz, also ich glaube die wenigsten haben noch ein Festnetz. Naja, auf jeden Fall vom Handy aus 60 Cent. Und da stand aber auch von wegen, ja, wegen erhöhter Anfrage, wegen erhöhtem Aufkommen kann eine Bearbeitung bis zu 2 Wochen dauern. Bringt mir nichts, wenn übermorgen das Event ist. Also ich habe nur gedacht, das kann doch nicht sein, habe weiter gesucht, gesucht, gesucht und habe gerade durch, war dann in der Küche und wollte einfach nur einen Schlüssel schnappen und jetzt den Samu abholen. Und irgendwas hat mich dann zu unserem Terminkalender gezogen. Da ist ja, wir haben auf unser Fensterbank in der Küche, einen Terminkalender, wo alle unsere Termine drin stehen und dann nochmal so ein kleines Büchlein, wo auch immer mal wieder was reingeschrieben wird und ein paar Termine drin stehen und keine Ahnung was. Und da hat so ein Brief rausgeblinzelt und ich dachte mir so, dieser Brief liegt schon sehr lange da drin. Was ist das eigentlich? Ich habe es gar nicht in Verbindung gebracht und wollte jetzt nur, weil ich gerade so am Ausmisten war, auch auf der Abzugshaube und so. Ich habe halt überall geschaut und war dann halt so ein bisschen am Ausmisten von alten Sachen, die man halt mal behalten hat. Und jetzt kann man sie dann halt mal wegschmeißen. Auf jeden Fall, dieser Brief, der da rausgeblinzelt hat, der schon, wo ich schon die ganze Zeit immer beim letzten Mal, wo ich das dann schon immer, dieses Heft oder dieses Büchlein, wo ich dann immer mal was notiert hatte, habe ich mir immer schon gedacht, so was ist das eigentlich? Und habe aber nie reingeschaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind die Karten. Oh, Leute, ich sag's euch. Meine Nerven. Oh, ich war dann so besonders schlau und dachte mir, ah ja, tust du da hin. Da wirst du es dann auf jeden Fall finden. Aber das ist ja jetzt, ich habe diese Tickets vor 8,5 Monaten gekauft. Das war Anfang, Mitte Dezember, dass ich die gekauft habe. Und es ist jedes Mal das Gleiche. Unsere anderen Tickets von dem Konzert, wo wir jetzt letztens waren, von Fanta 4, haben wir auch erstmal eine Zeit lang gesucht. Mein Mann hat sie dann aber gefunden, weil ich weiß, dass ich sie ihm gegeben habe. Und er hat sie die ganze Zeit nicht gefunden. Ich habe gesagt, Schatz, ich weiß safe 100%, dass ich sie dir gegeben habe, weil das ja sein Geschenk gewesen ist.
Und er hat sie dann aber irgendwie gefunden gehabt. Also es ist jedes Mal so, wenn man Sachen irgendwo verstaut, die man erst in ein paar Monaten braucht und sie dann sucht, dann findet man sie nicht. Ich habe jetzt echt über eine Stunde gesucht. Das nervt mich übertrieben, weil das so eine Zeitverschwendung gewesen ist. Egal. Das Wichtigste, sie sind da und wir können ganz gechillt am Samstag dahin. Ich muss jetzt nur mal alles ganz genau ausrechnen, wann wir hier wegfahren müssen, weil wir müssen vorher noch den Rocky wegbringen, wir müssen vorher noch den Samu bringen. Der Samu wird mit meiner Schwägerin den Tag nämlich, was heißt den Tag, die paar Stunden verbringen. Wir werden alle zusammen nach Frankfurt fahren, bringen den Rocky weg, dann bringen wir den Samu weg oder umgekehrt. Dann gehen wir auf das Konzert und auf dem Rückweg holen wir beide wieder ab, sowohl den Rocky als auch den Samu. Joa, weil mein Mann ist auch auf irgendeinem Festival, ich weiß es noch nicht mal ganz genau. Auf jeden Fall muss ich nochmal jetzt ganz genau ausrechnen, wann wir los müssen, dass wir wirklich nicht in irgendeine Zeitnot kommen und. Besser ein paar Minuten früher da sein als zu spät. Genau, das muss ich jetzt mal für Samstag alles abklären. Ja, jetzt hole ich aber erstmal den Samu, dann geht's ab nach Hause, dann werde ich Mittagessen machen und dann nach dem Mittagessen versuche ich endlich mal meine Haare gefärbt zu bekommen, weil, as you can see, es sieht dramatisch aus. So, ich habe Mittagessen gemacht nach langer Zeit. Mal wieder hier. Lachs mit einem gemischten Salat und unserer Soße. Ja, das lassen wir jetzt mal schmecken. So, eine große Depotbestellung ist eben angekommen. Das einzige, also es fehlt noch tatsächlich ein Paket, aber das, was jetzt angekommen ist, zeige ich euch schon mal. Wir haben viermal solche Gestelle irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber es sind solche, ja, einfach Gestelle. Da kann man Blumen draufsetzen, da kann man sonst was machen. Wir wollen da Plexiglasplatten drauf machen, um das für Kuchen, Deko und so weiter zu benutzen. Man kann aber auch vier Stück hinstellen und eine große Platte drauflegen, um richtig Candybar-Tisch zu machen oder. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und die sehen echt schön aus. Dieses Runde und dann hier mit den Stäben, also der bleibt auf jeden Fall. Und was auch bleibt, sind diese Küssenhüllen, die haben wir direkt zweimal bestellt. Richtig schönes Beige und diese Boho-Fransen hier sind ja wohl der Oberknüller. Richtig, richtig schön, also die bleiben auch. Und was zurückgeht, sind die hier. Ich wollte Kissenhüllen haben in so einem wunderschönen, ja, so ein braun-orange. Aber irgendwie sah das auf der Seite nicht so aus, weil das ist ja komplett dick. Also ich wollte normale Kissenhüllen haben, aber die sind viel zu dick. Deswegen gehen die beiden leider zurück. Genauso wie die hier. Ich war mir nämlich, die haben wir ja gestern gekauft im Depot Outlet, ich war mir nicht mehr sicher, ob ich die bestellt, also was heißt, ich war mir nicht mehr sicher, ich habe zu meiner Schwester gesagt, ich bin der Meinung, dass ich die bestellt hatte, aber falls nicht, haben wir die ja gestern mitgenommen und gesagt, hey, im schlimmsten Fall schicke ich die zurück und ja, wir haben die dort ja auf jeden Fall auch viel, viel günstiger bekommen. Und die hier habe ich auch noch bestellt, Tischläufer. Ich dachte eher, es wäre so ein bisschen mehr ins Bläuliche, aber es geht schon sehr ins Fliederhafte, also ins Lilafarbene. Und deswegen gehen die auch zurück, weil es einfach die falsche Farbe ist. Die haben wir schon und die sind zu dick. Deswegen gehen diese drei Doppelsachen sozusagen zurück. Die zwei bleiben und die vier Gestelle genauso. Ja.